nicht. Und der Kampf geht gegen einen und einen alleine, und das ist Jesus Christus. Ich glaube, Jesus Christus ist mein Erlöser, er ist mein Erretter und er ist mein Gott. Ohne ihn habe ich kein Leben. Gut, Tyndale, der ursprüngliche englische Verfasser der englischen Bibel, hat den Textus Receptus gebraucht. Das war der einzige, der übereinstimmt mit allem. Und er hat geschrieben, zum Papst, über den Papst hat er gesagt, wenn Gott mein Leben spart für viele Jahre, will ich die Ursache sein, dass ein Junge, der hinterm Fluch steht, mehr weiß von der Bibel als du. Wow. Tyndale, der hatte noch Mut. Die Jesuiten kamen und haben gesagt, das ist ein Zitat, wir müssen die Bibel der Protestanten unterminen und wir müssen sie vernichten, was sie lehrt. Wir müssen diese Bibel der Protestanten vernichten. Und dann ist da noch Längeres, was man lesen kann. Als die englische erste Übersetzung nach Tyndale und so weiter endgültig dann zur Zeit von King James als der englische Text des Original Textus Receptus, gleich wie Martin Luthers Übersetzung, die ursprüngliche, kam es zu einem großen Krach. Denn die katholische Kirche hatte ja die Bibel verbannt. Welche? Den Textus Receptus, nicht den anderen, nicht diesen Codex Alpha und B, den haben sie nicht verbannt, aber die protestantische Bibel haben sie verbannt. Und so kam es zum Krieg. Denn diese Bibel durfte nicht gedruckt werden und die spanische Armada mit 136 Riesenschiffen mit 50 Kanonen wurden geschickt, um England davon abzubringen, diese Bibel herauszubringen. Sir Francis Drake, der hat dann ein Riesenproblem gehabt, denn er hatte nur 30 Schiffe gegenüber 136 Schiffe. Und da war ein Problem. Diese Bibel sollte nicht rauskommen. Aber in der Nacht kam da ein Sturm und am nächsten Tage lag die spanische Armada von einem Stück der Küste bis nach Schottland auf den Felsen zerschmettert, ohne dass ein Schuss hätte eigentlich geschossen werden brauchen. Gott hat diese spanische Armada versenkt. Was sagen die Jesuiten von der Bibel? Das ist ein Zitat, Jesuit History, kann man ja nachschlagen. Ich lese euch vor, was die Jesuiten sagen über den Textus Receptus. Diese Bibel, then the Bible, diese Bibel, diese Bibel, diese Schlange mit ihrem Kopf hoch und ihren Augen, die blitzen, sie bedroht uns mit ihrem Gift, derweil sie auf dem Boden rumschlingert. Wir werden sie verändern in einen Stab, sobald wir sie ergreifen können. Okkult, zurück nach Ägypten, das ist, was sie sagen. 3 Jahrhunderte lang hat diese grausame Schlange uns keine Ruhe gegeben. Ihr wisst gut, wie sie uns umschlingelt und wie sie uns mit ihren Zähnen knackt. Wow, die haben nicht viel Liebe gehabt für die Bibel. Hier ist der jesuitische Catechism, da ist das Zitat. Frage, was, wenn die Heilige Schrift eines befiehlt und der Papst etwas anderes befiehlt? In diesem Katechismus steht, Antwort, die Heilige Schrift muss beiseite geschmissen werden. Must be thrown aside. Schmeiß sie zur Seite. Wer ist der Papst? Er ist der Stellvertreter Christi, König der Könige, Herr der Herren. Und da ist nur ein Richterstuhl und der gehört zu Gott und zum Papst. Also da seht ihr das Sentiment gegenüber dieser Bibel. Albert Pike in Morals and Dogma sagt genau das Gleiche. Er schimpft hier über diese sogenannten Presbyterianer, dieser Protestanten, die glauben, bigoted, zweideutige und ganz schlimme Worte gebraucht er, um zu sagen, dass die glauben dürften, dass sie das Wort Gottes haben.
Und dann sagt er hier unten, die Templer, die waren viel besser. Die haben gewusst, dass die alten heidnischen Religionen so viel Wahrheit hatten, aber sie brauchen Zeit, um ihre Lehre durchzubringen. Templer sind der Ursprung der Jesuiten. Und die okkulte Welt hat einen Krieg gegen die Bibel. Also diese alten Versionen, die syrische Bibel und so weiter, waren im Umgang vor dem Vatikanus. Und diese modernen sind Altschriften, ganz alt, aber sie sind okkult. Jerome hat natürlich die lateinische Bibel übersetzt, in Rom, in dem Vatikan steht die. Und Helvidius, also ein Brief, eine Schrift von ihm, wo er Jerome beschuldigt, dass er einen korrupten griechischen Text gebraucht hat, um diese Bibel zu übersetzen. Jetzt, wie konnte Helvidius Jerome beschuldigen, wenn er nicht einen original guten Text bei sich gehabt hat? Ja oder nein? Also dieser Kampf ist kein neuer Kampf. Das ist ein alter Kampf, der in der frühen Kirche stattfand und der jetzt weitergeführt wird. Und diese modernen Versionen sind Versionen von den ägyptischen Manuskripten. Dean Bergen ist einer der großen Kritiker der neuen Übersetzungen gewesen, als sie rauskamen. Er ist natürlich, hat zu der Zeit gelebt, gerade als dies stattfand. Und er ist sehr, sehr kritisch. Ich gehe nicht alles lesen, was hier steht. Aber er sagt, da war Jesus Christus, wurde so gehasst, er wurde so verfolgt, er wurde so gekreuzigt. Es ist also nicht erstaunlich, dass dieser mörderische Hass, der damals war, auch auf das Wort Gottes ausgeübt wurde. Denn Jesus ist das Wort. Kein Wunder, dass sie sein Wort bekämpfen, wenn sie ihn bekämpft haben. Dean Burgeon, traditioneller Text, Seite 10. Er hat die Briefe und die Manuskripte geschrieben. Er schreibt viel über dieses sogenannte Codex B und Aleph und D, ach, die so hervorgehoben werden als die alten Manuskripte. Und er schreibt über Westcott und Hort, die diese Manuskripte gebraucht haben für den neuen griechischen Text. Naja, wir brauchen nicht alles lesen, was er da sagt. Ich lasse es nur da, dass man es auf dem Video gut sehen. Also, wie ist es möglich, dass für 1800 Jahre 995 Kopien aus jeder 1000 jetzt nicht mehr glaubwürdig sind und diese paar, die da entdeckt sind, jetzt auf einmal die glaubwürdigen Texte sind und zufälligerweise übereinstimmen mit dieser Theologie, dass Jesus Christus nicht Gott ist? Hier sagt Bergen nur, die frühe Kirche hat die korrupten Manuskripte beiseite gelegt. Und jetzt scheint es mir, haben wir einen neuen Kampf mit korrupten Manuskripten. Und er hat Tischendorf, der hat natürlich dieses neue Manuskript entdeckt, hat er sehr zurechtgewiesen in seinen Schriften. Das sind wirklich wahrscheinlich die besten Angriffe, wo er Text für Text über hunderte Texte erklärt, warum die neuen nicht übereinstimmen mit der Wahrheit. Ist es so, dass Gott geheim gehalten hat, die wahren Geschriften, auch ganz durch die Reformation und dann plötzlich nur der katholischen Kirche dieses Geschenk gegeben hat? Hort, dieser Professor, der das übersetzt hat, hat Origen-Text gebraucht und das war ein Okkultist. Also wer war dieser Hort und wer war dieser Westcott, die hier beteiligt waren an diesem neuen griechischen Text? Das ist ein Brief von Dr. Frank Logson to F. Lockman, eines der Übersetzer der neuen Versionen. Und er schreibt zu ihm, nachdem er das entdeckt hat, was sie mit ihnen gemacht haben: Du wirst immer mein Freund sein, aber ich kann nicht die Kritik länger ignorieren. Ich kann es nicht umstoßen, es ist wahr.
mein lieber Bruder, und ich habe nichts gegen dich, aber eines muss ich dir sagen, unter Gott, dass ich alles, was mich verbindet zu dieser neuen amerikanischen Standardbibel, ablehne. Diese neue Übersetzung taugt gar nichts, obwohl er eines der Mitglieder war. Also gehen wir mal nach Alexandria. Hier haben wir gleich das Bild Horus, das so wichtig ist für die Freimaurer. Und ich war auf der Spur dieser Bibel und bin dann auch nach Alexandria und auch nach Sinai gegangen, um mir die Urmanuskripte zu betrachten. Hier ist ein interessantes Gebäude in Alexandria. Das ist die neue Bibliothek. Und es ist interessant, dass die gebaut wurde mit Unterstützung von UNESCO. UNESCO hat diese Bibliothek, die abgerissen wurde durch die frühen Christen, wieder da genau dahin gestellt, wo die ursprüngliche stand. Und es soll die größte und die beste Bibliothek der ganzen Welt werden. Naja, gleich an den Lampen hier haben wir die okkulten Zeichen, der Lichtturm mit seinem Strahlen Mithras, die Kornukopia, die wir ja gestern Abend besprochen haben, ist gleich drauf. Alle okkulten Heidenzeichen sind wieder an der Mauer angebracht. All die Sonnenglyphen, der Cultus Osiris ist wiederhergestellt. Und der Okkultismus wird wieder siegen, so glauben sie. Demetrius war der Gründer dieser Bibliothek. Da ist er, 350 bis 280 vor Christus. Ein paar Schriftrollen haben sie wieder in ihrem Museum ausgestellt. Hier sehen wir, was für Schriftrollen das sind. Papyrus von dem Zodiac, was Gott natürlich ablehnt. Und ein Stücke von dem Buch des Todes. Das ist ägyptische Lehre, das ist Okkultismus. Und ein paar Glyphen hier über den Sexualritual, den können wir gleich wegmachen. Hippokrates mit seiner Kornokopia natürlich sofort. Sokrates und der Totenkult. Der Mensch stirbt nicht, sondern er lebt weiter. Hier haben wir eine Vorstellung dieser Bibliothek. Ich habe ein paar Bilder gemacht da. Es ist enorm, was die hier gebaut haben, wie viel Geld die ausgegeben haben. Und dieses heidnische Bild, das hat ja Satan so einen Schlag versetzt, dass diese okkulte Bibliothek vernichtet wurde, dass sie wieder so glorreich entstand. Es war ganz interessant, um da zu sein. Es ist nur ein Stock da, es sind viele Stöcke. Mubarak hat diese geöffnet und das Ziel ist, um die ganze Welt wieder zu vereinigen. Nebengebäude, dann das Zeichen hier und da steht Prometheus, der das Feuer trägt. Eine Wand, damit die Bibliothek genau an dem Platz gebaut werden kann, wo sie ursprünglich stand. Jetzt einige dieser Schriften, die daher stammen, sind natürlich auch apokryphische Schriften. Die Bibel wurde verboten durch Papst Paulus IV. In 1599 und die frühe Kirche, wie gesagt, hatte den antiochischen oder syrischen Text und ist älter als der masoretische Text. Die Waldenser haben diese Schriften gebraucht und Konstantinopel, griechischen Lehren haben den Weg zu den Waldensern hingefunden. Septuagint wurde für Alexandria übersetzt. Die Apokryphen heißt verborgene Dinge und beim Konzil zu Trient 1546 hat die katholische Kirche gesagt, dass diese Apokryphen kanonitisch sind und müssen geglaubt werden. Und hier haben sie diesen Befehl gegeben, wer auch immer nicht diese Bücher als heilig und kanonitisch akzeptiert und jeden Teil davon, so wie sie in der katholischen Kirche gelesen wird und auch enthalten sind in der Vulgata, dieses andere Kodex, lateinische Ausgabe, der sie verschmäht, der soll oder diese Tradition ablehnen, der ist verflucht. Komm, wir lesen mal in diesen Büchern. Hier
Tobit 6, Vers 4 bis 8, da wird Hexerei hervorgehoben. Ergreife den Fisch und lasse ihn nicht los, zerschneide den Fisch, nimm sein Herz, Leber und Galle. Was Herz und Leber angeht, so muss man damit vor dem Mann oder der Frau räuchern. Falls sie einen Dämon oder böser Geist plagt, jede Art böser Bedrängnis verschwindet für immer, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Was aber die Galle betrifft, so dient sie als Augensalbe, wenn man weiße Flecken in den Augen hat. Also wie treibt man Geister aus? Mit Rauch von einer Fischgalle. Nach diesem Text. Markus 16, Vers 17, diese Zeichen aber werden die, welche Glauben begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und mit neuen Zungen reden. Im Namen Jesu. Apostelgeschichte 16, 18. Und solches tat sie viele Tage. Paulus aber, den das bemühte, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Katholische Kirche sagt, ihr müsst kanonitisch glauben, dass das mit einer Fischgalle viel besser geht. Werke, Tobit, das apokryphische Buch, 12 Vers 9. Denn Almosen erretten vom Tode und befreit von jeder Sünde. Also ihr könnt euch loskaufen von der Sünde. Zurechtweisung, 1. Petrus 1, 18, 19. Da ihr ja wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandern, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Was von Gebete für die Toten? 2 Makkabäer 12, 43 bis 46. Wenn er nämlich nicht an die Auferstehung der Gefallenen geglaubt hätte, wäre es überflüssig und lächerlich gewesen, für Tote zu beten. Deshalb veranstaltete er das Sühnopfer für die Verstorbenen, um sie von ihrer Sünde zu erlösen. Also wenn der Großvater unartig war, na ja, kauf ihn los, derweil er tot ist. Ist das biblisch, ja oder nein? Nein. Zurechtweisung. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nicht, dass ich tue für die Toten. Entweder Jesus Christus oder nichts. Die Vulgata, die wurde als perfekt erklärt und als tadellos. Und trotzdem hat Clement III in 1592 2000 Veränderungen angebracht. Irrtümer in der Vulgata. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Douay sagt, die ist von der Vulgata, alle Schriften durch Gott inspiriert sind nützlich. Jetzt könnt ihr wählen, was ist inspiriert und was ist nicht. Hebräer 11, 21, durch Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben einen jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinem Stab gestützt, Schlachterbibel. Vulgata, Jakob betete die Spitze seines Stabes an. Also jetzt haben wir Reliken, jetzt können wir vor Dingen niederknien. Offenbarung 22, 14 kennt ihr alle. Selig sind die, seine Gebote halten, Luther 19, 12, Codex Vaticanus, gesegnet sind die, ihre Kleider waschen. Wir brauchen keinen Gehorsam mehr. Die gnostischen Schriften, die heute so modern sind, werden heute großartig an die Glocke gehängt. Hier ist ein Artikel über die gnostische Evangelium. Hier sind die Schriften, die gefunden wurden, und zwar in 1945, wo? Natürlich in Ägypten. Kommen aus dem ägyptischen Stall. Ich werde euch nur eins vorlesen, und das ist das verlorene Evangelium von Petrus. Die Gruppen, die dazugehörten, waren die Ebioniter, die Markioniter, die Gnostiker und die Thomasinen, und alle haben sie eins im Gemeinen: wir sind Gott, Jesus Christus ist nicht Gott. Da ist das Evangelium von Petrus, das ist nicht in unserer Bibel, und mit gutem Recht, kommen wir lesen das mal vor. Und dann schaut ihr mal, was damit verkehrt ist, was heute so modern ist und vor allem in New Age Kreisen gebraucht wird. Das Kreuz sprach. Ach, wie schön, das Kreuz spricht. Und lief. Das Kreuz kann auch laufen, habt ihr das gewusst? Jesus war am Tag vorher gestorben und hat seine letzten Worte geäußert.
Meine Macht, o Macht, du hast mich verlassen. Sein Leib wurde heruntergenommen und ins Grab gelegt. Aber jetzt, als der Sabbat anbrach, kam eine große Stimme vom Himmel und zwei Männer stiegen herab. Also welcher Tag ist jetzt hier der Sabbat? Welcher Tag ist jetzt der Sabbat? Das ist der Auferstehungstag. Der Sonntag wird der Sabbat. Ist das biblisch, ja oder nein? Nein, das ist alexandrische Lehre. Also, es wird noch interessanter. Also der Sabbat anbrach, kam eine große Stimme vom Himmel und zwei Männer stiegen herab. Der Stein, der das Grab verschloss, rollte von selbst weg. Ist das biblisch? Nein. Während die römischen Soldaten verblüfft dastanden, kamen drei Männer aus dem Grab hervor. Zwei von ihnen haben den anderen gestützt. Also Jesus war so schwach, als er aufstand, dass er gar nicht gehen konnte. Glaubt ihr das? Und ein Kreuz kam hinterher. Das lief von alleine. Die Köpfe der beiden reichten bis zum Himmel, aber der Kopf des anderen, den sie führten, ging über den Himmel hinaus. Und sie hörten eine Stimme: Hast du denen gepredigt, die schlafen? Und eine Antwort kam vom Kreuz: Ja. Habt ihr so einen Stuss schon mal gehört? Und das soll die Bibel ersetzen heute? Ist doch lächerlich, ja oder nein? Ja, ist lächerlich. Also ich nehme euch mal nach Sinai. Da ist St. Catherine's Kloster. Wenn man da reinkommt, da ist die alte koptische ägyptische Kirche. Da hat man einen Raum, da liegen die Schädel von all den Mönchen, die da waren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu den Schädeln beten und einen besonderen Gnaden empfangen. Ich habe gedacht, die können nichts mehr sehen, da sind keine Augen mehr drin, da werde ich mal lieber nichts fragen. Lasst die mal. Jesus Christus ist wenigstens lebendig, da ist der Berg Sinai. Hier ist da die Kirche, obendran die Zeichen, Sonne, Mond, viele okkulte Zeichen in dieser Kirche. Da ist die Sinai-Bibliothek, da wird erzählt, was und wie großartig sie ist und wie viele Manuskripte im Arabischen, im Syrischen, in Georgien und Slawischen und Armenischen und Lateinischen und Persischen. Das ist eine tolle Bibliothek, die da ist. Kommt wahrscheinlich aus diesem ursprünglichen vernichteten Stall. Das ist das älteste Kloster der Welt. Codex Sinaiticus wurde wann entdeckt? 1844 und wurde dann zur Universität Leipzig genommen und dann endgültig kam es zu Westcott und Hort. Hier ist das Codex Sinaiticus. Da hatten wir interessante Erlebnisse. Ich wünschte, ich hätte euch Zeit, das alles zu erklären, um diese Bilder in die Hände zu bekommen. Jetzt, wer hat dieses Kloster behütet? Sehr interessant. Hier, die Araber haben dieses Kloster immer behütet und stand unter dem besonderen Schutz von Mohammed. Das Kloster darf man nicht anfassen. Hier sind wichtige Geschriften. Wer hat das Kloster noch behütet? Der Freimaurer. Wer ist denn das? Napoleon Bonaparte, seinem besonderen Schutz, diesem Kloster gegeben. Es scheint mir, die Okkultisten haben was am Hut, um dieses Kloster zu behüten. Hier ist Codex Sinaiticus mit den vier Evangelien. Da ist mein Freund, der hat eine dicke Tasche unterm Rock, der ist nicht so dick. Und hier bei diesem Kloster kann man noch etwas erleben. Hier ist ein Busch, ein ganz besonderer Busch. Oh, bei diesem Busch kann man beten. Ja, man kann einen Sondersegen empfangen bei diesem Busch. Und dieser Busch ist ein Wunderbusch. Der geht nie tot und er lebt seit ewig, soweit Sie wissen. Und zwar, wissen Sie, was für ein Busch das ist? Das ist der brennende Busch, der nicht verbrannte. Ja, Mose stand vor diesem Busch, habt ihr das gewusst? Und dieser Busch braucht nie Wasser bekommen. Der wächst von alleine. Ich habe gefragt, was sucht das Rohr da? Da haben sie gesagt, nein, das ist ein altes Rohr. Das ist ein altes Rohr, das ist tot. Das ist wirklich tot, da ist nichts drin. Das ist ein sehr stacheliger Busch, ich wollte nicht reinkriechen. Aber weißt du, wenn das so ein Wunder Gottes ist, wieso ist das Blatt tot da? Lieber Gott, kannst du nicht das anständig machen und den bitte auch lebendig halten?
Aber naja, so einen Sondersegen kann man nicht vorbeigehen lassen, also ich habe ihn. Interessant, ne? Ne, so ein Unsinn. Und die Menschen glauben das. Die Menschen glauben das. Weil hier stehen zwei Diakone vor der Gemeinde. Und jetzt möchte ich euch kurz erzählen von Westcott und Hood. Jetzt wird's ernst. Wir haben jetzt also diesen neuen Kodex, der hier entdeckt wurde, der nicht für wichtig geachtet wurde, weil er so viele Änderungen waren und so viel ausgestrichen wurde. Aber dann hat man entdeckt, wow, das ist doch ein ganz alter Text. Und zwar einer, der Origen unterstützt. Das ist wahrscheinlich dieser Eusebius-Text. Und diese zwei Männer, Protestanten, Westcott und Hort, bekamen den Auftrag, diesen neuen griechischen Text darzustellen. Jetzt, ich werde euch zitieren, wer und was sie sind. Hier ist der Codex Sinaiticus und alle Zitate kommen von ihnen selber. Ihre eigenen Briefe, die sie geschrieben haben, die sind aufgezeichnet durch ihre Söhne. The Life and Letters of Brooke Foss Westcott and The Life and Letters of Fenton John Anthony Hort. Also nicht irgendwer redet hier, sie selber. Beide Hort und Westcott haben die Unfehlbarkeit der Bibel abgelehnt. Und er hat gesagt, dass die Lehre, dass Jesus Christus an unserer Stelle gestorben ist, lächerlich ist. Okay? Beide von ihnen. Westcott, geboren 1825, Hort 1828. Westcott wurde der Bischof von Durham und Hort wurde Professor of Divinity bei Cambridge Universität. Diese beiden Hohen haben dieses Werk vollendet. Was hat Hort geglaubt über die Evolution? Er war wahrscheinlich der wichtigere der beiden. Er sagt, am Anfang ist es glaubwürdig, dass wir einen Uranfang hatten und er sagt, Darwin hat recht. Er sagt nicht nur das, hier schreibt er einen Brief, Hort an Macmillan, an ein letztes Wort an Darwin. Er sagt, ich werde nicht dieses Thema schnell fallen lassen und um mehr korrekt zu sein, ich werde es nicht fallen lassen, denn ich bin überzeugt, dass Darwin recht hat. Er war also Darwinist. Das ist noch ein Zitat, das brauchen wir nicht lesen. 1860, Hort schreibt an Ellerton, Darwin ist ein Buch, das mich total befasst. Also er war Darwinist. Hort schreibt an Ellerton, jetzt wollen wir wissen, wie steht er gegenüber der Bibel, so wie sie bestand, in der Welt zu der seinigen Zeit. Also alle Bibeln, wie sie waren, kamen vom Textus Receptus. Was denkt er vom Textus Receptus? Ich hatte keine Idee, bis zu ein paar Wochen her, über die Wichtigkeit dieses Textes, den sie jetzt bekommen hatten. Und ich habe wenig Griechisch Testament gelesen und habe mich geschleppt mit diesem bosartigen Textus Receptus. Aha! Denke, dass dieser, na, schlimmes Wort, vile, abscheuliche Textus Receptus, der auf diese späten Manuskripten sich beruht. Es ist jetzt ein Segen, dass wir diesen neuen haben. Also was denkt er vom Textus Receptus? Gar nichts. Er hasst ihn. Er hasst ihn. Gut, das ist ein protestantischer, sogenannter theologischer Professor. Hier schreibt er noch einen Brief. Er sagt, wir werden den griechischen Text editen, ausbessern, vom Neuen Testament über so 2 Jahre, 3 Jahre hin, wenn möglich. Und wir werden Informationen bekommen von Tischendorf und so weiter. Und wir hoffen auch, um orientale Versionen dazuzufügen. Unser Ziel ist, um Clergymen, das sind Prediger, allgemein Schulen und so weiter, diesen griechischen Text zu geben, der dieses disfigured, diese krüppligen byzantischen Korruption ausbessern wird. Also den Text, der die
Luther gebraucht hat und unsere Bibel, die wir so kannten alle Jahre, dieser krüppelige Text soll jetzt ausgebessert werden mit dieser neuen Version. Das ist, was er schreibt. Dann schreibt er, unser Ziel ist, um einen Text vorzubereiten für allgemeinen Gebrauch, also für die Menschen im Allgemeinen, das sind wir. Mit diesem Ziel im Auge wäre es vielleicht weise, das ist sehr wichtig, wäre es vielleicht weise, um nur einige Änderungen zu machen an dem Textus Receptus. Wenn wir jetzt zu viel ändern, dann werden sich die Leute aufregen. Wir machen nur einige Änderungen, schön lesen, was er sagt, und dann schreiben wir in den Fußnoten das, was für uns notwendig scheint, so wie Griesenbach es gemacht hat. Aha! Also in den Fußnoten können wir dann die Leute ein bisschen informieren und sagen, hör mal her, hier ist ein Text, aber naja, und. Okay, und nur einige Veränderungen, sonst wird das auffällig. Er geht weiter. Er sagt hier, dass er den AV, das ist die King James, dass er die ablehnt und er möchte etwas, was sie ersetzt, den Menschen geben. Es kann nicht ein Text sein, der nur auf unserem Urteil ruht, denn wir könnten es schon tun, wir sind klug genug, um das zu tun, aber die Fußnoten werden uns viel Raum geben, um unsere eigene Ingenuity, Klugheit in den Text und unsere Prinzipien hineinzubringen. Mein Wunsch wäre, wenn wir den Receive-Text, den Receptikus, aufzeigen können als total falsch, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Also da steht's, er schreibt es selbst. Dann schreibt er einen interessanten Text vor diesem Text, wo er sagt, dieses schreckliche Textus Receptus. Er schreibt hier, ich habe eine Organisation gegründet, die Geister und das Übernatürliche untersucht. Und diese Organisation hieß The Ghostly Guild. Eine Geisterorganisation. Er war also Spiritist. In 1882 wurde die Society for Psychical Research gegründet und der Vorgänger für diese okkulten Studium war dieses Ghostly Guild. Und das kam von Cambridge University, Ghost Society, und wurde eigentlich gegründet, der Edward White Benson. Und dieser Erzbischof von Canterbury war auch dabei, dieses Geistliche. Und diese Society of Psychic Research hat dann Ursprung gegeben an den ganzen modernen Okkultismus, so wie wir ihn haben. Channeling und mit Geistern reden, das kam aus diesem Stall heraus. Dann schreibt der Sohn von Hort, unter meinem Vaters Diversionen, das, was ihn interessierte, bei Cambridge, war die Formung einer Gruppe, die er nannte The Ghost Society. Und dann nennt er all die Hohen, die daran beteiligt waren. Habt ihr gewusst, dass Charles Darwin in der Ghostly Guild war, also spiritistisch veranlagt war? Und Elliot Miller schreibt, dass diese Organisation Ursprung gegeben hat an der Society for Psychical Research in England und dann nachher mit Helena Petrovna Blavatsky die Theosophie, und das ist der Ursprung von der modernen New Age Channeling spiritistischen Bewegung. Noch etwas, was interessant ist an Hort. Er war ein Mitglied der Geheimorganisationen. Seine eigenen Geschriften, hier steht es geschrieben, Life and Letters of Fenton. Im Juni hat er eine Gruppe beigetreten, die hieß The Apostles. Also er war also Gruppe einer Geheimorganisation, der Apostle, a secret club, ein geheimer Club mit sehr hervorragenden Persönlichkeiten drin, unter anderem dem ersten Minister Englands, in anderen Worten, der Bundesminister da, der Präsident.
war auch drin. Und der hat auch die erste Verfassung geschrieben für die League of Nations oder mit dran beteiligt, um das zu schreiben. Und interessant, dass Hort hat den Schwur geschrieben, der The Oath, er hat den Schwur geschrieben, der alle die Mitglieder in dem Bündnis zusammenhielt. Und dann, was schreibt er über das Fegefeuer, Purgatory? Er sagt, das ist die Wahrheit. Fegefeuer ist besser als diese blöde, schreibt eigentlich doofe, protestantische Lehre, wie wir gleich sehen werden. Das ist ein Brief in 1854. Und dann schreibt er auch einen Brief an einen jungen Studenten und er sagt hier, Fegefeuer scheint mir logisch zu sein, um die letzten Sünden wegzubrennen. Was sagt er über Christus als unseren Erlöser? Er sagt, ich denke, ich habe es schon genannt und es steht auch in Campbells Buch über die Atonement, die Versöhnung, welche wichtig ist, soweit es geht, aber unglücklicherweise kennt er nichts außer protestantische Theologie. Er ist selber ein Protestant. Was sagt er über die Atonement hier? Ich möchte nur ein Ding ausbessern. Was du da sagst über die Versöhnung. Viele Jahre habe ich geglaubt, dass die Vereinigung des Christen oder des Menschen mit Christus selber ist die spirituelle Wahrheit. Das ist Okkultismus. Also wir werden Christus. Wir werden Gott. Er sagt es eigentlich auch in so vielen Worten. The popular doctrine of substitution, also dass Christus uns Stellvertreter ist, ist immoralisch und eine Fälschung. Also ihr dürft nicht glauben nach ihm, dass Christus unser Erlöser ist, unser Stellvertreter. Das ist ja ein Okkulter hier. Und der hat den griechischen Text geschrieben für die neuen Übersetzungen, dieser Okkulte hier. Er sagt, da ist noch etwas, was mich stört an dieser alten Übersetzung. Wir können nicht uns die Zeit erlauben, bis wir den alten Urtext so verändert haben, wie wir wollen, dass er perfekt ist für uns. Wir müssen eben zufrieden sein mit der Kritik des Alten Testaments, beiden Testamentes. Aber er sagt, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich eine Revision herbeibringen, die diesen Text entfernen würde. 1. Johannes 5,7 können wir vielleicht entfernen in einem Monat. Und wenn das getan werden könnte, naja gut, aber es wird wohl nicht passieren. Ich wäre zufrieden, wenn er in ein paar Jahren passiert. Also diesen Text wollen sie nicht haben. 1. Johannes 5,7. Was sagt denn der? Was sagt denn der? Warum wollen sie ihn nicht da haben? Und da sind drei, die Zeugnis im Himmel haben, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Also die Dreieinigkeit muss raus. Jesus darf nicht Teil der Gottheit sein. Das ist, was er sagt. Das ist, was Westcott sagt. Also ursprünglich haben sie ihn nicht rausgeholt, aber in den neuesten Übersetzungen werden wir sehen, ist er weg. 1860, August, schreibt Westcott, und passt mal gut auf, was er sagt. Es ist natürlich wahr, dass wir Gott kennen können, dürfen, durch menschliche Form. Also Jesus ist mal nur ein Mensch gewesen. Aber dann denke ich, die ganze Bibel spricht die Sprache von Genesis 1,27 und versichert uns, dass die menschliche Form Gott ist. Gottes Form ist, wir sind Gott. Er sagt, Maria-Anbetung und Jesus-Anbetung ist gleich. Ist dasselbe. Gut, wir brauchen nicht alles lesen, der Text ist ja da. Dann schreibt Westcott, der andere, schreibt dann hin, ich war in La Salette, das ist eine Marienkirche, und er sagt, da habe ich ein Wunder erlebt und ich habe wieder gespürt, was es ist, um in dieser Gegenwart zu sein. Er schreibt, jetzt passt auf gut, passt gut auf, was er sagt.
Augenblicklich sind da viele Orthodoxe, das sind alte Männer oder Alte, die glauben an den Urtext, aber einige rationale Männer werden unaufsichtlich durch uns beeinflusst. Wir beeinflussen einige von denen und es wird schon gute Früchte tragen irgendwann, wenn wir langsam vorangehen. Aber ich befürchte, eine Krise, eine frühe Krise, welche viele abschrecken würde, wenn wir diesen Traditionismus ablehnen. Also er sagt einfach dies. Wir müssen ganz langsam Dinge ändern, ohne dass die Menschen es merken. Er sagt bei dieser Konvokation, wenn wir zusammenkommen für die neuen Übersetzungen, dann fühle ich, dass wir drei, die da im Kopf im Hut hatten, müssen zusammenkommen und wir müssen das Beste davon machen. Und dann sagt er, da ist etwas Hoffnung, dass andere Alternative Readings, dass man das anders lesen kann, können wir in die Fußnoten hineintun. Wir müssen aber eine textuale Revision machen, hier und da. Und ganz interessant, da sind viele Punkte, die wichtig sind, auf die wir geeignet uns, wo wir übereinstimmen. Und die Regeln der Liberalen sind vague. Okay, jetzt passt gut auf. Noch ein Punkt. Es ist ganz möglich, um zu sehen, was der Wert ist von kleinen Veränderungen. Aber wenn wir alle diese Veränderungen zusammensetzen, dann werden wir eine ganz große Veränderung aus diesen trivial kleinen Veränderungen haben. Also, sie wussten, sie können die Bibel nicht einfach ersetzen, sie müssen es langsam machen. Der Prime Minister of England, Arthur Balfour, hat dann auch bei den League of Nations die Verfassung geschrieben, von wie alle Religionen geeinigt werden können. Also genau wie Konstantin eine Bibel geschrieben hat, die ökumenisch sein soll, so haben die das hier auch gemacht. Naja, hier schreibt Reverend Roland Williams, schreibt an ihn, da sind große Unterschiede zwischen uns und eines ist die Autorität der Bibel. Er glaubt nicht an die Autorität der Bibel, schreibt er. Dann schreibt er über den Pietà und seine Marieninteresse. Und naja, diese Zitate können wir dann weiterlesen. Ich glaube, ich habe genug gesagt über dieses Thema jetzt, damit wir auch über die Bibel sprechen können. Und Protestantismus lehnt er ab. Er sagt, Protestantismus ist parenthetical, nur in Klammern, und es ist temporary, vorübergehend. Wir werden den Protestantismus entfernen. Das sind sogenannte Protestanten, die hier schreiben. Jetzt wollen wir ein schreckliches Ding tun. Wir wollen mal schauen, was in der Bibel passiert ist. Zum Beispiel hier, die Elberfelder sagt, dass einer der Ahnen oder der Nachkommen Davids, nämlich Elhanan, erschlug den Goliath. Jetzt jeder von euch weiß doch, dass David den Goliath erschlagen hat, nicht wahr? Der King James sagt, dass Elhanan, der Sohn Jaogim, der Bethlehemit, hat den Bruder Goliaths erschlagen. Das ist logisch, ne? Eine kleine Änderung. Wir kommen zu den wichtigen. Hiob ist ganz wichtig. Hier habe ich den englischen Text gelassen, weil da haben sie es noch mehr verändert als bei euch. Bei euch ist er noch gut. Aber die NASVS schreibt, ohne meinem Fleisch werde ich Gott sehen. Was ist er dann? Das ist ein Geist. Und die King James, die auf dem Urtext beruht, sagt, und and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.
Da ist die ganze Lehre der Auferstehung weg. Und wir haben eine Geisterlehre. In der deutschen Bibel ist es noch in Ordnung, braucht es nicht nachzuschlagen. Hosea 11, 12, Elberfelder, und Juda ist immer noch schwankend gegenüber Gott und gegenüber den Heiligen, der treu ist. Gott nennt Benjamin und die anderen und sagt, Benjamin ist abtrünnig, der ist abtrünnig, aber Juda ist noch bei mir. Die Schlachterbibel sagt, Juda schweift immer noch umher, neben Gott, dem Heiligen, der treu ist, verlieren. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Elberfelder. Das ist nicht King James, das wird die Luther 1912 sein. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Also die sind erstmal alle weg. Matthäus 18, Vers 11. Schlachter, denn des Menschen Sohn ist gekommen, das Verdorbene zu retten. Ist das nicht ein wichtiger Text? Weil die Elberfelder hat ihn weg. Ihr braucht ihn nicht. Jesus kann euch nicht retten, ihr rettet euch selbst. Ihr seid ja Götter. Matthäus 20, Vers 16. Luther 84. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Luther 19,12. Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind gerufen, aber wenige auserwählt. Weg. Matthäus 20, 22 und 23. Jesus aber antwortete und sprach, ich weiß nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Schlachterbibel, was ist da alles weggelassen? Alle diese Dinge. Und auch taufen lassen, mit der Taufe, mit der ich getauft werde, mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden. Matthäus 25, 13, Luther 84, darum wachet, denn ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde. Das ist doch ein lächerlicher Text. Tag und Stunde von was? Würde Gott sowas sagen? Nein. Luther 19, 12, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Ist das nicht ein logischer Text? Also der Menschensohn muss entfernt werden. Markus 2, Vers 12, Luther 84. Ich bin gekommen, die Sünder zu retten und nicht die Gerechten. Wow! Luther 19, 12. Da das Jesu hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen eines Arztes, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Also wir sind erlöst, ohne uns zu ändern. Revidierte Elberfelder, Markus 6,11. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Luther 19,12. Und welche euch nicht annehmen noch hören, da geht von dannen heraus und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch wahrlich, es wird Sodom und Gomorra am jüngsten Gericht erträglicher gehen, denn solcher Stadt. Markus 10, 21. Und komm und folge mir nach. Luther 19, 12. Komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Luther 84, Luther 19, 12. Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Ja, wie aufbauend. Luther 19, 12. Liebe Kinder, wie schwer ist es, dass die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in Gottes Reich kommen? Markus 13, 14, Luther 84. Wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen, wo es nicht soll, wer es liest, der merke auf. Aha, was ist denn weg? Adventisten, ihr kennt doch die Lehre.
durch den Propheten Daniel geredet wurde. Ups, weg. Darum haben sie auch das kleine Horn geändert in Daniel Kapitel 8. Weg damit. Da kommt er aus dem griechischen Reich, das Horn, und er ist Antiochos Epiphanus 4 und er kommt nicht aus dem römischen mehr raus. Also weg mit dem Propheten Daniel. Lukas 2, 14, Luther 84. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist eine ganz kleine Änderung. Was ist der Sinn, der hier geändert wird? Hier ehrt Gott nur die, die ihm wohlgefallen. In der Luther 84. Er hat also Auserwählte. So wie Satan hat. Aber Luther 1912 sagt, alle Menschen haben sein Wohlgefallen. Er ist gekommen, um für alle zu sterben. Das ist okkulte Lehre an der linken Seite. Lukas 4, Vers 4. Luther 84, und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist auch Quatsch. Luther 1912, und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Wieso lassen sie das weg? Weil die haben ja gerade 63.000 Worte weggelassen, also haben sie ja ein Problem. Weg damit. In den neuen Übersetzungen. Lukas 9, Vers 56, Luther 84. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Das ist ein toller Satz, ne? Schlachter. Denn des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern sie zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Unser Evangelium ist weg in der Luther 84. Sie beruht sich auf Horts Text. Der sagt, Jesus Christus als Stellvertreter, so ein Quatsch. Ist das nicht schrecklich? Lukas 24, 22, 43 und 44. Über einen Engel, der kam, um ihn zu stärken. Und er hat gelitten. Jetzt musste ich die King James hier gebrauchen. Und die RSV, denn bei euch ist es noch drin. Aber warum subtil? Denn wenn ein Engel extra vom Himmel kam, um Jesus zu stärken, dann war er etwas Besonderes. Also in der RSV, Revised Standard Version, weg damit. Jesus ist nichts Besonderes. Apostelgeschichte 28, 29, Elberfelder. So sei euch nur kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören, nix, 30. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen. Und als er das gesagt hatte, liefen die Juden davon und hatten viel Wortwechsel miteinander. Weg. Jesus macht einen Unterschied. Er lässt Menschen entscheiden. Weg. Raus mit dem Text. 1. Korinther 10, 28, redigierte Elberfelder. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esst nicht, und jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen. Und was steht hier in der Schlachter 2000? Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenfleisch, so esst es nicht, um dessen Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens willen, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Nein? Nein, nein. Ein anderer sagt, nein, sie gehört mir, sie gehört nicht ihm. Also bitte weg damit, weg damit. 2. Timotheus 3, 16, Luther 84, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre. Hau, hau. Schlachter, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Dachte nicht ein besserer Unterschied? Das ist katholische Lehre und das ist protestantische Lehre. Das ist Vulgata, das ist Textus Receptus. Was machen sie mit uns? Offenbarung 14, Vers 5, Luther 84. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Luther 12, 1912. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind unstraflich vor dem Stuhl Gottes. Hier kommt es mit Gericht, hat es mit dem Gericht zu tun. Nach okkulter Lehre ist da kein Gericht von Jesus Christus. Wir werden gleich sehen, dass der Richterstuhl ihm auch weggenommen wird. Offenbarung 22, 14.
RSV, das ist wahrscheinlich die schlimmste Bibel, die es in der Welt gibt, die hat die meisten Worte weg. Selig sind die, ihre Kleider waschen, King James, selig sind die, auch die alte Lutherbibel und die Schlachterbibel, selig sind die, seine Gebote halten. Jetzt können wir schauen mal, was sie gemacht haben mit der Gottheit Jesu Christi. Das ist für mich der Hammer. Denn ich bin ein Christ und ich glaube an Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus heruntergemacht wird, dann glaube ich, es ist unsere Pflicht, um aufzustehen und zu sagen, so weit und nicht weiter. Islam sagt, dass Jesus nur ein Mensch war. The translator as well as the reader is confronted with a vital question. Whom do you mean you say that I am? Wer sagst du, dass ich bin? Die Socinianer haben gesagt, Jesus ist nur ein Mensch. Die Juden, was würden die gerne haben? Die wollen ja nicht haben, dass er der Messias ist. Die Prophezeiung in Jesaja 7,14, die sagt, ist umgeändert worden, um zu sagen, eine junge Frau wird ein Kind gebären, ein Sohn. Textus Receptus sagt, eine Jungfrau will conceive. Also die Elberfelder hat es noch drin, die haben es nicht gewagt, um es da zu ändern. Sogar die Neue Luther hat es noch drin, aber die Gute Nachricht hat es verändert. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Die Lutherbibel, darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Jetzt frage ich euch wirklich mit Tränen in den Augen, was für ein Zeichen wäre das von Gott, wenn eine junge Frau schwanger wird? Das ist doch lächerlich, ne? Das ist kein Zeichen, denn Millionen der junge Frauen werden schwanger. Das ist doch eine Doofheit, um zu glauben, dass das eine Übersetzung ist. Rabbi Balfour Brickner von Temple Sinai, Washington, schreibt, ich bin begeistert, dass endgültig dieser große Fehler in der Übersetzung endgültig korrigiert ist. Und dass da wenigstens einige Elemente in der Christenwelt sind, die nicht länger offiziell glauben, dass Jesaja 47 sagt, dass Jesus von einer Jungfrau kommen würde. Die Gottheit Christi entnommen, Psalm 45, Vers 7, die gute Nachricht. Dein Thron ist Gottes Thron, darum steht er für alle Zeiten fest. Du regierst dein Reich als gerechter König. Schlachter, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Raffiniert, man merkt eigentlich fast nichts. Aber vom Sohn, Hebräer, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt pass mal auf, was sie hier gemacht haben. Hier steht im Hebräerbrief, Paulus zitiert diesen Text aus dem Alten Testament, aus Psalms, und er sagt, aber von dem Sohn schreibt der Psalmschreiber, dein Thron, o Gott, wird von ewig zu ewig. Also haben sie ein Problem damit, denn jetzt ist Jesus Christus Gott. Also muss dieser Text geändert werden im Alten Testament. Dein Thron ist Gottes Thron. Dann ist der Thron nicht unbedingt von dieser Person, die hier angesprochen wird, dann ist diese Person nicht eine Gottheit unbedingt. Versteht ihr, was da steht? Ganz subtil geändert. Sie ändern es, wollen es nicht da haben und sie wollen es auch nicht da haben. So, seine Präexistenz wird geleugnet. Sprüche 8, Vers 22, die gute Nachricht. Der Herr hat mich vor langer Zeit geschaffen. Ich war sein erstes Werk vor allen anderen. Das ist total okkult. Luther 19,12, der Herr hat mich gehabt am Anfang seiner Wehe. Ehe er etwas schuf, war ich da. Könnt ihr sehen, dass die Gottheit Christi hier entfernt ist? Ganz raffiniert gemacht. Daniel 3, Vers 25. Luther 84.
Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. King James, and the form of the fourth is like the son of God. Sohn Gottes ist der ursprüngliche Text. Gute Nachricht, der vierte sieht aus wie ein Engel. Da wird es ja noch schlimmer. Dann noch eine Präexistenz, die geleugnet wird. Micha 5, Vers 4. Die gute Nachricht. Auf dir wird der Mann kommen, der künftig Israel führen wird. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit. Ist also ein geschaffenes Wesen. Luther 19, 12. Aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, welches Anfang, Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Kein geschaffenes Wesen. Das sind wichtige Texte. Das Wunder seiner Geburt, Matthäus 1, 25, Luther 1984. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihnen den Namen Jesu. Luther 19, 12. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar und hieß seinen Namen Jesus. Dann Matthäus 1, Vers 16. Die Fußnote der frühen RSV steht, Josef, an dem die Magd Maria getraut war, der Vater von Jesus, steht in den Fußnoten. Hort hat ja gesagt, wir können unsere Ideen wo reinschreiben? In die Fußnoten. King James, Josef, der Mann Marias, von dem Jesus geboren wurde, der ist der Christus. Ganz großer Unterschied. Matthäus 13, 51, Luther 84. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Luther 19, 12. Und Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen, ja, Herr. Herr. Hier wird er als Gott angesprochen. Weg damit. Und ich habe nur einen dahin gezeigt, hingeschrieben, sämtliche Texte, hunderte von ihnen, weg, 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 weg. Ich habe nur ein paar hier aufgezeichnet, sonst bleibt ihr ja hier bis nächsten drei Wochen. Matthäus 19, 16 und 17, die gute Nachricht. Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Luther 19, 12. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, denn der ewige, einige Gott. Wisst ihr, was für ein wichtiger Text das ist? Wieso sagt Jesus das? Ich habe immer gewundert, warum sagt Jesus das? Jesus begründet hier, dass nur Gott guter Meister ist. Und dieser Mann kommt zu Jesus und sagt, guter Meister. Und Jesus sagt zu ihm, warum sagst du zu mir guter Meister? Weißt du nicht, dass nur Gott guter Meister ist? Was sagt Jesus zu ihm eigentlich? Er sagt, wie hast du erkannt, dass ich Gott bin? Das ist, was er zu ihm gesagt hat. Wie hast du erkannt, dass ich Gott bin? Weg damit. Die sind raffiniert. Diese Okkultisten kennen die Bibel besser, als was wir sie kennen. Matthäus 27, 35, Luther 1984. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Luther 1912. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Wieso ist der Text raus? Wieso ist der raus? Weil jetzt ist Jesus die Erfüllung einer Prophetie. Jesus darf nichts Besonderes sein. Markus 15, Vers 3, Luther 84. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Und die Obenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Warum ist der Text raus? Weil es eine Prophezeiung in Jesaja ist. Er blieb stumm vor seinen Anklägern, ja oder nein? Also weg mit dem Text, sonst ist Jesus die Erfüllung eine Prophetie. Noch eins, Markus 15, 28, Luther 1984, weg. Warum? Da wurde die Schrift erfüllt, die da spricht, und er ist unter den Übeltäter gerechtet geworden. Siehst du? Jesus
wird weniger und weniger und weniger gemacht. RSV, Markus 16, von 9 bis 20, der ganze Abschnitt weg. Ganzer Abschnitt weg. Lukas 11, Vers 2, Luther 84, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und der Luther 1912, und er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie auf Erden wie im Himmel. Die wollen ja nicht gehorsam sein. Weg damit. Matthäus 6, 13. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weg aus der guten Nachricht. Sie haben es nicht gewagt, weil die Deutschen kennen das Gebet zu gut, um es in den anderen rauszuholen. Subtil, subtil. Seine Erscheinung nach der Auferstehung weggelassen. Lukas 24, 40. Weg aus der RSV, King James. Er zeigte ihnen die Hände und die Füße. Lukas 24, 51, 52, NASB. Also er segnete sie und sie gingen nach Jerusalem. Fertig. Aber hier steht, sie haben ihn angebetet. Weg. In dieser englischen Bibel, alle Stellen, wo Jesus angebetet wird, alle weg. Alle weg. Die Gottheit Jesu muss verschwinden. Und dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er was Besonderes ist, weg. Johannes 3, 13. Menschensohn, der im Himmel ist. Luther 84 hat es nicht drin, Luther 19, 12 hat es drin. Wieso soll Jesus nicht jetzt im Himmel sein? Weil er soll ein normaler Mensch sein, wie du und ich. Johannes 6, 33, Luther 84, denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kam. Ein Wort geändert, denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt. Was ist der Unterschied? Raffiniert, hier ist es eine Person, hier ist es keine Person. Da ist es ein Ding. Johannes 6. Schaut euch mal, was die Luther 84 macht. Möge Gott sie züchtigen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer was glaubt? Dass ein Stuhl Gott ist? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 6, 16, Luther 84. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Also was spielt Jesus hier? Versteck, Versteck? Ich verstecke mich jetzt hinter die Mauer, dann seht ihr mich nicht und huhu, hier bin ich wieder, jetzt seht ihr mich. Ist doch ein Quatsch. Luther 19,12. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Ganz großer Unterschied, er geht zum Himmel und darum können wir ihn hier nicht mehr sehen. Hier in der Neuen spielt er nur Versteck, Versteck. Keine Ahnung, wo er hingeht. Apostelgeschichte 2,30, Luther 84. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte. Das ist, was da steht in der Luther 84. Schlachter 2000. Da er nun ein Prophet war und wusste, so nebenbei, die Schlachter 2000 beruht sich auf den Textus Receptus, steht auch vorne in der Schlachter drin. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott mit ihm einen Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Ist das nicht ein großer Unterschied? Christus ist nicht der, der auf dem Thron sitzen soll. Apostelgeschichte 8, 37, Philippus aber sprach, Luther 19, 12, glaubest du von ganzem Herzen, so magst du wohl getauft werden. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Weg. Apostelgeschichte 9, 29, Luther 84. Er redete und stritt auch mit dem griechischen Juden, aber sie stellten ihn nach, um ihn zu töten. King James, he spoke boldly in the name of the Lord Jesus. Darum haben sie ihn verfolgt. Wichtig, Jesus Christus. Römer 1, 3, RSV, the gospel confirming his son.
concerning Jesus Christ, our Lord. Das ist viel mehr Veränderung in den modernen Texten. Römer 9, Vers 5, die gute Nachricht, und Luther 19, 12. Sie sind die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, und sogar Christus, der versprochene Retter, zählt nach seiner menschlichen Herkunft zu ihnen. Für all dies sei Gott, der Herr, über alle für immer und ewig gepriesen. Amen. Amen. Da ist Jesus genannt, das hört sich schön toll an, aber da ist was weg. Welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da Gott über alles gelobt und ewig. Also was ist Jesus in Luther 19,12? Gott. Was ist da hier? Mensch. Römer 14, 10. Luther 1984. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Luther 19,12. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi dargestellt werden. Weg damit. Jesus Christus, nicht so wichtig. Weg damit. Epheser 3, 9, Luther 84, um für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit der Herr verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat. Hallo, da fehlt was. Luther 19, 12. Und erleuchten jedermann, welcher da die Geheimnisse, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christi. Weg! 1. Korinther 15, 47, Luther 84, der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Luther 19, 12, der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. Als Jesus Gott. Weg! 1. Timotheus 3, 16, das ist wichtig, Luther 84, und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbar im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen in den Engeln, gepredigt in Heiden, geglaubt der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Luther 19,12. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbar im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Könnt ihr den Unterschied sehen? 1. Johannes 5, 7, Luther 84. Denn drei sind es, die das bezeugen. Das ist Luther 84. Schluss! Luther 19, 12. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. 1. Petrus 4, 14, Luther 84. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Das ist weg. Wir verehren Jesus Christus. Offenbarung 1, Vers 11, dass er ist das Alpha und das Omega, ist einmal weggelassen, damit der Epanados verschwindet, der Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Die Leute wissen genau. Jetzt passt mal auf, was macht Luther 84? Das ist der Hammer. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Was sagt Luther 19,12? Dann ist Jesus doch nicht Gott, oder? Um jenen Tage aber, um die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und Jesus sagt, ich und mein Vater sind eins. Also weiß der Sohn die Stunde, ja oder nein? Er weiß die Stunde. Aber hier soll er ja nicht Gott sein, also weg damit. Diese 1984 Übersetzung ist eine hot-okkulte Übersetzung. Was von der Bibel der Zeugen Jehovas? Ich gehe das nicht durch, lesen alles mit euch. Ich zeige nur, was sie gemacht haben. Sie hatten ja nur den Receptus und dann haben sie gesagt, okay, nehmt ihn mal und streicht aus. Zack, Matthäus 16, 3, Markus 9, 46, weg, macht weiter, streicht mal schön aus, bumm, Markus 16, 9 bis 20, weg aus dieser Bibel. Johannes 1, Vers 1, den mussten sie ganz umschreiben und er war ein Gott. Und hier natürlich in der Luther,
Gott war das Wort. Johannes 8, Vers 1 bis 11 in dieser Bibel, weg, ganze Kapitel. Tschupp. Apostelgeschichte 8, 37 haben sie natürlich auch weggeholt, aber das ist natürlich bei der Elberfelder und bei den anderen alle auch weg, also ist egal. Ihr habt es auch nicht mehr. 1. Johannes 5, 7, naja, der ist auch weg, da ist die Dreieinigkeit verschwunden. Kann man ja schon schön angreifen. Matthäus 4, Vers 4. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich habe euch nur so einen kleinen Geschmack gegeben von tausenden Worten, die geändert sind, um den Sinn zu ändern und Jesus Christus ökumenisch gleichzustellen mit dem Rest der Welt. Nur ein interessanter Gedanke, ganz am Ende. Hier ist das St. Catherick's Monastery bei Sinai. Schönes Kamel. Da wurden die 10 Gebote gegeben. Da wurde auch der Torah gegeben. Da hat Moses das Wort Gottes empfangen. War oder nicht? Ja. Ist es nicht interessant, dass Satan seine okkulte Version von Sinai in die Welt hineinschickt? Ist das nicht interessant? Codex Sinaiticus bei Sinai? Ist es nicht interessant, dass Elia einen Kampf gehabt hat mit den Baal-Propheten auf Karmel? Und dass da heute auf Karmel ein Riesentempel steht von den Baha'is. Und die Baha'is sind die größte Stellvertretung bei der UNO. Und die sagen, alle Religionen werden wieder eins werden. Toll! Auf Karmel, wo der Kampf war, hat er jetzt sein Gebäude. Und hier, da schickt er das neue Wort in die Welt. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandle ihm nach. Ist es aber Baal, so wandle ihm nach. Und das Volk antwortet ihm nichts. Wir leben in der gleichen Zeit. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Revolutionen, Tyrannen und Kriege. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Worum geht's? Ich möchte heute Abend mal so ein geschwind durch die Geschichte jagen mit ein paar Zitaten, damit das nicht ich sage, sondern andere sagen. Das ist immer wichtig, dass wir uns da nicht groß tun. Ich sah eine Frau, die saß auf einem scharlachen, roten Tier. Und sie hatte den Namen der Blasphemie. Offenbarung 17, 3, diese Frau haben wir jetzt schon eigentlich identifiziert. Es ist die Kirche,
und zwar in der Form von Rom, die die Welt beherrscht. Offenbarung 13, Vers 4 sagt, und sie beteten den Drachen an, der seine Macht diesem Tier gab, und sie beteten das Tier an. Und sie haben gesagt, wer ist wie das Tier? Wer kann gegen ihn Krieg führen? Und hier sind die Könige geneigt vor dem Tier und beten es an. Interessant. Hier ist ein Zitat, und das kommt von Roma Papale in 1865, und es sagt, dann, was ist das Ziel der Jesuiten? Suchen sie die Ehre Gottes? Aber wenn wir die Fakten untersuchen, dann werden wir sehen, dass sie universales Dominion, Beherrschung suchen. Sie wollen eine Weltregierung, die unter dem Papst dann endgültig ist. Und die Jesuiten sind unentbehrlich für den Papst. Dann ist hier weiter in diesem Zitat steht geschrieben, sie haben sich unentbehrlich gemacht zu den regierenden Mächten und halten Revolutionen in ihrer Hand. Es sind sie, die die Welt regieren. Ich habe viele solche Zitate von hohen Persönlichkeiten, wir werden gleich sehen, Präsidenten, Könige, alle möglichen haben das Gleiche gesagt. Ein Jahrhundert der Revolutionen. Wenn wir schauen in den letzten 100, 200 Jahren, was hier auf Erden geschah, so viel Blut, so viel Leid. 1776 die amerikanische Revolution, kurz danach die französische Revolution, die spanische Revolution, die polnische Revolution, die deutsche Revolution 1848, die italienische Revolution 1917, die russische Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Das ging ja rum in den letzten Jahren. Und was ist das Ziel all dieser Revolutionen? 1717, gerade wenn alle diese Revolutionen eigentlich anfangen, kommen die Großlogen. Masonic Grand Lodge in England wird gegründet. Die erste in Frankreich wird gegründet. Benjamin Franklin von den Amerikanern wird eingeweiht als Freimaurer. Die römische katholische Kirche verbannt die Freimaurerei 1738. Jetzt müsst ihr das wieder im deklektischen Sinne verstehen. Sie verbannen es nicht wirklich, sie sind diejenigen, die dahinter stecken. Aber damit sie nicht entdeckt werden, verbannen sie es für Katholiken. Dann haben sie die Macht über diese protestantische Organisation, derweil die hohen Freimaurer alle in der katholischen Kirche sind. Und im Vatikan gab es mehrere Logen und die Kardinale waren alle Mitglied, auch während der Verbannungszeit. Sir Francis Dashwood und Benjamin Franklin kommen zusammen und England wird besucht. Und dann werden die Riten des 33. Grades hier von Friedrich dem Großen, von Preußen zusammengestellt. 1770, Benjamin Franklin wird Großmeister der Loge in Paris. 1771, Grand Orient Masonry, das ist die Orient-Loge in Frankreich, wird gegründet. Von da aus wird eigentlich Europa regiert und was da passieren soll. 76, Illuminati. 78, der Geheime Kreis und so weiter. Und dann kommen die Revolutionen, kurz danach fangen die Revolutionen an und wir können ja sehen, was dahinter steckt. In 1816, John Adams schreibt an Präsident Jefferson und er sagt, wir werden Schwärme haben, regelmäßige Schwärme in vielen Verkleidungen, wie nur ein König der Zigeuner es sich aneignen kann. Sie kommen als Maler, als Veröffentlicher, als Schreiber, als Lehrer. Und das sind Männer, über die die ewige Verdammnis und die Hölle verbreitet ist, wartet auf sie. Diese Society of Loyola, die Jesuiten. Sie haben schon gewusst, wer steckt hinter all diesen Kriegen.
Samuel Morse hat das Gleiche gesagt, das haben wir ja schon gesehen. Attempting to accomplish his object through an agency of an army of Jesuits. Die großen Könige in dieser Verschwörung, die europäischen katholischen regierenden Mächte, die den Protestantismus umwerfen wollten. Präsident Abraham Lincoln, er sagt, die Protestanten vom Norden und dem Süden würden sicherlich sich zusammenstellen, um diese Priester und die Jesuiten und die Nonnen und die Mönche und alle diese, die täglich zu unserem Land hinkommen, um sie zu vernichten, wenn sie eigentlich wüssten, was dahinter steckt. Sie sind nichts anderes als Emissaries, das sind Gesandte des Papstes und Napoleons den Drittens und andere Despoten Europas. Und sie wollen nur unterminen unsere Institute und so weiter und so weiter. So wie sie schon gemacht haben in Irland, in Mexiko und in Spanien und in anderen Ländern. Die Präsidenten haben schon gewusst, wer steckt hinter all diesen Kriechen. Er schreibt weiter, dieser Krieg, die Revolution in Amerika, wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn es nicht für das Papst tun werden würde. Und das Land liegt rot vom Blut. Also jetzt wollen wir mal sehen, wie diese Kriege geplant wurden und was vorhergesagt wurde. Im Januar 22, 1870, ist da ein Brief, der Mazzini schrieb an Albert Pike. Das ist der General, der auch die schottische Rite leitete. Und er sagte, wir müssen einen Superritus herbeibringen, wo die Freimaurer der hohen Grade, also von 30 hoch, die eingeweihte Luziferier sind, die im strengsten geheim werden und wir werden das ganze Freimaurertum beherrschen und wir werden einen internationalen Zentrum haben und wir werden so mächtig sein, weil keiner weiß, in welcher Richtung wir uns bewegen. Es ist ein totales Geheimnis. Also sie wollen die Welt regieren. Hinter ihnen stecken natürlich die Jesuiten, die Gründer dieses Ordens. Und dann, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Im August 1871 schreibt Albert Pike einen Brief an Mazzini, in dem er den Plan auslegt, für was in dieser Welt passieren muss, welche Kriege kommen müssen, bis wir endgültig diese eine Weltregierung haben und den Protestantismus endgültig vernichtet haben. Toll, das ist ein Krieg gegen Christus. Kriege auf dieser Welt sind Kriege gegen Christus und gegen Christi Folger. Und alle, die sich gegen dieses System stellen, ob sie von der anderen Seite sind oder ob sie Protestanten sind, sind mit eingeschlossen. Keiner darf sich gegen das System stellen. Jetzt, ich habe viele Zitate hier aufgezeichnet. Es gibt viele Quellen dafür. Hier unten stehen Quellen, es gibt noch Quellen, damit man nicht denkt, das ist nur ein einziges Zitat, da gibt es viele. Er sagt unter anderem, der Erste Weltkrieg, der wurde geplant, das war schon in 1871, da gab es keinen Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist da, wird geplant, um die Macht des Zars von Russland, der die orthodoxe Kirche behütete, umzuschmeißen, um einen atheistischen, kommunistischen Staat zu gründen. Das ist ja interessant. 1871. Genauso ist es passiert im Ersten Weltkrieg. 1917, danach kam die bolschewistische Revolution und der Kommunismus und der Atheismus kam ans Ruder. Dann soll ein Zweiter Weltkrieg kommen. Und der soll entstehen zwischen England und Deutschland. Ist das nicht interessant? Woher geplant? Der Grund, warum er geplant werden muss, ist, um den Kommunismus als Antithese zu der judeo-christlichen Kultur darzustellen. Also das ist hegelisches Denken. Wir brauchen eine Antithese und wir brauchen eine These.
und dann einen zionistischen Staat in Israel zu gründen. Was ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau das ist passiert. Und dann einen Dritten Weltkrieg. Den haben wir ja noch nicht, aber es sieht ja interessant aus, was in der Welt passiert. Der soll im Mittelosten passieren und es soll ein Krieg sein zwischen dem Judentum und dem Islam, der sich in der ganzen Welt verbreitet. Ist das nicht interessant? 1871. Ein Zitat nach dem anderen. Da ist noch eins, wenn man es nicht glauben will, da steht genau das Gleiche. Ich lasse das nur, dass Leute das abblenden können von dem Video. Und dieser Krieg zwischen den Moslems und den Juden, der soll endgültig dieses Armageddon hereinführen. Albert Pike erklärt dann das noch ein bisschen mehr und schreibt dann auch hier in einem anderen Brief, wie das passieren soll. Wir wollen die Nihilisten und die Atheisten, wollen wir erstmal gründen, also dieses kommunistische, atheistische System. Und dann wollen wir einen Kataklysmus herbeibringen, ein Krieg und ein Leid, wie es vorher noch nicht gab, so schrecklich. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der war ja genau so. Und am Endeffekt wollen wir den Menschen zeigen, was absoluter Atheismus eigentlich erreichen kann. Ein blutiges Blutbad soll es geben. Und am Ende soll dieser Atheismus und das Christentum gleichzeitig besiegt werden und die reine Doktrine Luzifers mit der Vernichtung des Christentums und des Atheismus gleichzeitig soll herbeigebracht werden. Ist das nicht interessant? Also da schreibt er in 1871. Also diese Mächte sollen sich bekämpfen. Jetzt die Antithese war der Kommunismus mit dem Atheismus und die These war dann das sogenannte Christentum, geführt von Inneren, das auch als Bösewicht endgültig dastehen muss, damit beide das Christentum und der Atheismus eine Blamage sind. Jetzt haben wir eine These und eine Antithese als Blamage und aus diesem System kommt eine Synthese, wo das Christentum lächerlich ist, der Kommunismus lächerlich ist und das neue System nach Regierung wird ein Faschismus sein, aber ohne wahres Christentum. Und zwar, weil das haben sie so schön verbunden mit diesem System. Und dann ist es eigentlich Luzifer, der regiert auf dieser Erde. Also Christus muss eigentlich ganz und gar entfernt werden durch diese Kriege. Darum sagt die Freimaurerei Ordo ab Chao, Ordnung aus Chaos. Sie beherrschen den Chaos. Die Illuminaten, gesteuert durch die Jesuiten, Adam Weishaupt war ja Jesuit, haben dann die Revolution in Amerika erstmal gesteuert und aus dieser Revolution hervor werden wir sehen, dass die Regierung in Amerika totale Freimaurerei wurde. Das Volk war aber noch Protestant. Und das dauert etliche Jahre, bis man das Volk so heruntergebracht hat von dem Glauben, dass dieser zentrale luziferische Gottesdienst überhaupt überwinden kann. Aber die Regierung wurde gesteuert von innen. Die Französische Revolution, die Bastille wurde gestürmt, das Königshaus hatte die Jesuiten verbannt, das wird vernichtet, Liberty wird Königin, sie wird Göttin, hier ist die Göttin, Reason, wieder vergessen. Ja, Göttin der Vernunft, ja, danke. Wird gekrönt, die Köpfe der Königshäuser verschwinden und Maria Antoinette stirbt auch beim Guillotin. Hintenher stecken die Jakobiner, Robespierre und Voltaire und Jean-Jacques Rousseau. Voltaire natürlich der Philosoph hinter dieser Revolution, ein Jesuit. Und er stellt sich als Atheist dar. Natürlich ist er kein Atheist, er ist ein Jesuit. Und die These, die er darstellt, die Antithese, die aufgebaut werden soll,
er spielt nur eine Rolle. Und aus dieser französischen Revolution kommt das Manifest der Menschenrechte. Jetzt haben sie die Frechheit, um hier ein paar Symbole einzubauen, die wirklich echt toll sind. Erstmal werden die Menschenrechte als zwei Tafeln dargestellt. Das ist im Gegensatz zu Gottes Wort. Eine nähere Betrachtung sehen wir das Auge mit dem Dreieck. Und die Freimaurer sagen ja, es ist das Auge Osiris, Luzifers. Wir haben die Schlange mit dem Mund, Schwanz im Mund, Symbol von